Wenn ich ein Duett für uns beide schreibe, singst du das nächstes Jahr mit mir? Ja. Aber ich muss strengstens warnen. Ich kann überhaupt nicht singen. Also kann nicht wenn jeder überhaupt nur Geld. Kann nicht jeder so gut singen wie Fanny van Dannen, aber ich habe jetzt schon einen schönen Cliffhanger ins nächste Jahr. So, jetzt muss ich was sprechen. Also gestern wurde ich sehr gelobt für meine Imitation von Willi von Biene Maya. Soll ich das nochmal machen? Dann? Maya, wo bist du denn? Also viel Bier, weil gar nicht, wie das alle trinken soll. Einer war lustig. Sacher, der hat eine super Sprecher. Super Sprecher noch. 500 Jahre ist das her, da lebten in Spanien 3 Kinder. Wir sehen uns Samstagmorgen. Bis dahin werde ich die Stimme noch ein bisschen runtertrinken. Aber ich spiele jetzt auch ein Lied, was ins Vorabendprogramm reinpasst. Es ist ein Kinderlied für Erwachsene oder ein Erwachsenenlied für Kinder. Und es geht sich um Herbert das Chamäleon. Und Herbert ist das untalentierteste Chamäleon der Welt. Darum singe ich im Refrain immer: Wer hat Herbert gesehen? Na, wer wohl? Und dann ruft ihr: Alle haben Herbert gesehen. Und ich wünsche mir so ein bisschen so einen angetrunkenen Tonfall. Kriegt ihr das hin? Wir versuchen das mal, ja? Wer hat Herbert gesehen? Na, wer wohl? Alle, nicht Lalle, haben Herbert. Ihr könnt auch Lalle machen, wenn euch das leichter fällt. Okay, wir versuchen das mal. Hey Herbert, du Chamäleon, du denkst, du bist weg, doch ich seh dich schon. Schau mal, nen Chamäleon. Wer hat Herbert gesehen? Na, wer wohl? Neulich rannte er zur S-Bahn, quetschte grad noch seinen Arsch rein. Weiß Gott, Herbert will keinen Stress haben, doch er vergaß den Fahrschein. Ein Kontrolleur rief, zeigt mal was, und der Wagen stellt sich tot. Es fuhren ja alle schwarz, doch nur Herbert wurde rot. Ey Herbert, du Chamäleon, denkst du bist weg, doch ich seh dich schon. Schau mal nen Chamäleon. Wer hat Herbert gesehen? Na, wer wohl? Noch mehr Lallen beim nächsten Mal fände ich schön. Neulich auf dem Job sagt der Kolleg salopp: Wer will einen schönen Tag haben? Und zückt einen riesen Flachmann. Der Chef kommt rein und wittert Streit: Ist die Trinkersau? Es waren ja alle breit, doch nur Herbert war auch blau. Ey Herbert, du Chamäleon, denkst du bist weg, doch ich seh dich schon. Schau mal nen Chamäleon. Wer hat Herbert gesehen? Na, wer wohl? Jetzt kommt der kurze edukative Teil. Ich werde das heute kurz fassen, eine halbe Stunde höchstens. Es gibt nämlich eine Farbe, von der man sagt, dass Männer sie zwar wahrnehmen, aber nicht benennen können. Und jetzt frage ich in die Audienz, Maxi Sophie Budach, wie heißt denn diese Farbe? Ich habe meine Leute hier überall. Also es handelt sich um die Farbe Mauve, das ist tatsächlich richtig. Und die wenigen Männer, die diese Farbe Mauve benennen können, die nennt man Movistars. Neulich auf einer Demo traf Herbert einen Emo und dessen Freunde auch, bei denen was halt braucht, dass man auf drei ein Lied bellt und sich damit kurz vorstellt. Alle grölten Painted Black, doch nur Herbert krächzte Cake. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it! Ach, Herbert!